So, I've got the moves jetzt like macht alle die Jagger. Butterluke zu. Danke. Dann sagen wir alle so. Hallo, liebe Kinder. Und herzlich hey, willkommen nicht. Zu. Wie, du darfst echt nicht. Mal, Chamber hat gesagt, immer, sie will das machen. Du darfst jeden Donnerstag und du machst es nie. Und jetzt auf einmal bist du fein. Gut, wenn das Futterluke zu auch bei Daru geklappt hat. Hallo, ich, aller. Ich bin nicht regierbar. Also, hallo allerseits. Wir sind's, die Crew von Bahamuts Ruf, und wir haben Frotzis Kanal gekapert, um euch unsere Charakterbögen zu zeigen und eure Fragen zu beantworten. Arrrr. Ja, und ich würde sagen, wir verschwenden auch gar keine Zeit. Info an meine Mitspieler. Unsere Zuschauer würde besonders interessieren, welche Talente, Zauber, Sonderfertigkeiten wir besonders wichtig oder nützlich finden. Und gerne auch auf solche hinweisen, die wir zwar gesteigert haben, aber wo wir irgendwie noch nicht dazu gekommen sind, sie zu verwenden. Und wer einen Waffenmeister hat, unbedingt darauf eingehen. Oder nicht. Ist besser für die geistige Gesundheit. Vermutlich. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem dienstjüngsten Char an. Char, nicht Spieler, wohlgemerkt. Und dementsprechend starten wir mit dem ehrenwerten Magister Serpentilio de Lazar. Wenn ihr erst einmal in meinem Alter seid, werdet ihr erkennen, dass das alles nicht mehr so wichtig ist. Serpentilio de Lazar, wo fangen wir an? Oben, oder? Ich meine, ich glaube, man hat diesen Charakterbogen noch niemals gesehen. So, eigentlich keine Überraschung. Er ist so eine Rasse im Mittelländer. Okay, das könnte eine Überraschung sein, aber im Südaventurien teilt man sich daher 50-50. Als gebürtiger Mirhammer ist er natürlich in der Kultur Südaventurien aufgewachsen und von hier aus relativ straight Profession. Magier Brawak, Magier Mirham muss man ja. Ansonsten, wir haben die Attributspunkte sehr, nennen wir es mal, effizient verteilt. AKA, wir haben wie Magier so tun, Konstitution und Körperkraft gedumpt, bis es nicht mehr ging. Kopflastig. Das ist Kopflastig. Und man sieht an dieser Stelle hier auch schon, dass er einen Punkt Gewandtheit eingebüßt hat, weil er alt geworden ist. Ja, ansonsten... Wenn wir uns die Eigenschaften der abgeleiteten Werte mal kurz ansehen, wir haben relativ viel Astralenergie hinzugekauft und sind damit bei einem Pool von 85 im Moment. Das meiste davon kommt natürlich aus großen Meditationen. Heißt nicht große Meditationen oder Astrale? Nein, große Meditationen. Große ist korrekt. Ja. Genau, was uns auf einen Pool bringt, bei dem man dann auch mal ein paar Zauber verhauen kann, ohne sich gleich schlecht zu fühlen. Andere haben da ja andere Ansätze, wie ihr gleich sehen werdet. Genau, ansonsten Initiative, Attacke, Fernkampfbasis, Paradebasis, müssen wir nicht drüber reden, ist genauso verkrüppelt wie bei 500 AB-Charakteren, aber ich kann mich besser darüber fühlen. Vor- und Nachteile, auch wenig Überraschendes, denke ich, hierbei Affinität zu Dämonen ist, denke ich, für Dämonenbeschwörer ein Muss, denn 3 Punkte Kontrollwert sind mit keinem Gold der Welt aufzuwiegen und Kontrollwert generell ist sehr schwer reinzubekommen. Astrale Regeneration 1 und Astralmacht 1 sind da, weil noch Punkte da waren. Den lässt man natürlich nicht liegen, denn mehr AP sind immer gut. Und soziale Anpassungsfähigkeit kommt aus Kultur Südaventurien und wir sind begabt für ein paar Zauber, vor allem weil das unser Maximum steigert. An Nachteilen haben wir auch die Magier üblichen Arroganz, das Südaventurier übliche Kälteempfindlichkeit, Neugier, Prinzipientreue für schwarzmagische Akademien. Wir sind eine Randgruppe, weil wir bekennender Dämonologe sind. Hahaha. Und wir generieren schlechter Guni, Gott sei Dank. Ignoriert die Schulden, ich habe irgendwann mal aufgehört, da nachzutragen, wie viel da reingeht, denn er zählt schon. Und seltsamerweise für einen Brabaker hat er Totenangst. Was durchaus passiert, wenn man im Brabak eine Weile rumhockt. Kommen wir zu den lustigen Sachen, glaube ich. So. Nee, warte. Ich glaube, Totenangst ist ungewöhnlich, weil es verboten ist für Brabaker Magier. Also ich glaube, du solltest erwähnen, dass Serpentilio der erst nach seiner Ausbildung erworben hat. Er hat die während seiner Ausbildung erworben. Ich habe auch nur zu Frosty gesagt, hey, kann der Totenangst sich sein? Und Frosty hat gesagt, ja, natürlich. So, für jemanden, dem der Nekromantenteil an Brabak nicht so sehr gefallen hat, Strich gefällt, ist Totenangst, denke ich, ein sehr passender Nachteil. Nur muss man dafür mit seiner eigenen Schule hadern und... Wenn man irgendwie ein Startcharakter ist, der natürlich gerade erst mit 500 AP da rauskommt und dann die Hälfte seiner Hauszauber und die Hälfte seiner Schule nicht gut findet, oh, es ist ein bisschen dicey dann. Aber darüber sind wir natürlich schon weit hinweg. So, der coole Teil.
aka der, den sich sowieso keiner so genau ansieht, weil hier viel zu viel Shit drin steht. Überraschenderweise ist hier, glaube ich, keine, naja, Überraschung drin. So, wir haben die üblichen Magier-Sonderfertigkeiten, inklusive Gefäß der Sterne für mehr ASP, weil, warum nicht? Unsere 5 Merkmalskenntnissen. Beschwörung und Dämonen ist der größtenteils drin. Zum einen, weil, naja, muss. Zum anderen, weil bei Beschwörungen jeder Punkt zählen kann. Dann haben wir Objekt und Umwelt, weil aus Mirham kommt natürlich Objekt- und Umweltmagier ist und da entsprechend viele Zauber drin hat. Und Metamagie hatte mal einen Grund, aber ich habe vergessen, warum ich die habe. Aber ich bin mir sicher, sie war nützlich. Regeneration 1, 2, meisterliche Rec, nimmt man natürlich, glaube ich, als Magier als allererstes mit. Da gehen die ersten 400 AP nach Charaktererstellung rein, weil mehr ASP. Ein Satz, den ihr, glaube ich, heute noch öfter hören werdet. Und dann großer Haufen Talentspezialisierung, großer Haufen wahrer Namen. Das sind, glaube ich, mittlerweile nicht mehr alle, die er hat. Doch, das könnten alle sein, die er hat. Und eine große Menge an Zauberspezialisierungen, denn diese sind immer sehr günstig. Und zwei ZFP, echte ZFP, muss man noch was zu sagen, da sagt man nicht nein zu. Vor allem bei so Späßen wie Invocatio, was natürlich auf ZFP ankommt, oder Brenne, was natürlich auf ZFP ankommt, oder... Ja, nein, das sind die beiden großen. Genau, ansonsten glaube ich... Oh, und wir haben, das ist vielleicht das Wichtige, wir haben die Sonderfertigkeit Zwangskontrolle, die eigentlich nur in Myra nur vorliegt. Mit der kann man versuchen, einen freien Dämon, also jemand, der zum Beispiel manifestiert und dann vergessen wurde, unter seine Kontrolle zu bringen, so als würde man mit einem Beschwörer kämpfen. Das geht nämlich normalerweise im WDZ nicht. Danke auch an... Ich sage jetzt keinen Namen, sonst werden wir wieder verklagt. Talente sind auch unüberraschend, glaube ich. So, wir können nicht kämpfen, außer mittlerweile mal ein paar Punkte Stäbe aufgesammelt, um parieren zu können. Wir können nichts körperlich, außer das magierübliche Selbstbeherrschung, um vielleicht verbotene Fort ein- oder zweimal zu triggern. Wir können ein bisschen lehren, denn er war natürlich Magister. Wir können ein bisschen überreden, denn oh, überreden, lügen ist das beste Talent. Ein wenig Wildnisleben hat er und ein wenig Orientierung, denn in Brabak und in Mirham ist man öfter mal in irgendwelchen Sumpf- und Dschungelruinen unterwegs. Bei den Wissenstalenten sind auch nur die üblichen drin, also Tierkunde, Pflanzenkunde, Magiekunde und ein wenig Rechnen, weil sich das gehört. Und da hört es dann auch schon auf. Sprachen hat er ein paar. Hier wurden, glaube ich, auch alle, oder fast alle, bis auf die Rahmensprache im Spiel mal angesprochen. Aber auch hier ist außer vielleicht dem Xar nichts super Ungewöhnliches drin. Genauso die Schriften. Und bei Handwerk sticht eigentlich auch nur die Alchemie mit den 20 Punkten heraus. Und ansonsten, ja, ein bisschen Malenzeichnen, ein bisschen Heilkunde, was man dann im Abenteuerleben braucht. Und von der Alchemie lohnt sich jeder Punkt. Von der Alchemie lohnt sich jeder Punkt, ganz genau. Über die Rituale reden wir mal nicht. Hier ist nicht viel Interessantes oder Exotisches drin. Ein paar Zauberzeichen, von denen man fast nie etwas sieht, weil Zauberzeichen sind in DSA bis auf zwei Ausnahmen ziemlich wertlos. Aber sie sind cool, deswegen macht man es. Schalenzauber, Stabzauber. Man kennt sie ja, man hat sie ja. Jeder, der schon mal Magie gespielt hat, ist mit diesen Dingen in Berührung gekommen. Zauber, das letzte Wichtige. Hier ist viel. So. Hier ist viel drin, das ein bisschen nützlich ist, obwohl es nie zur Geltung kommt. So Abvenenum, Accuratum, Adamantium, Eolitus sind Sachen, die sieht man nie, aber die könnten irgendwann mal nützlich werden. Applicatus haben wir bis jetzt, glaube ich, ein, zwei Mal gesehen. Mit Akanovi baut man Artefakte, haha, muss ich nicht mehr zu sagen. Kurioserweise braucht man nicht so viele ZFB-Sterne. Ja, man kann sich damit wirkende Sprüche erleichtern, aber wenn man nichts übermäßig Ambitioniertes baut, wie irgendwie 23-fach gestapelte, 4-fach geladene Spruchspeicher mit Semipermanenz 2 und dem Auslöser auf der anderen Seite von Maraskan schlägt einen Zitronenfalter mit den Flügeln, dann kommt man auch so eigentlich ganz gut zurecht. Aber trotz, weil er useful ist, Attributo müsste ich vielleicht noch ein bisschen steigern, damit Schnellsteigerung sich auch wirklich lohnt. Ich glaube, Hage braucht noch ein paar Punkte Gewandtheit. Right. Acceleratus wurde irgendwann mal aufgesammelt. Ich glaube, von Abelmeer gelernt, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Den hast hat er gelernt für Zulamin-Artefakte. Genau, den hat er eigentlich nur, damit Zulamin ja Artefakte haben darf. Balsam 7 Punkte, denn wer als Magier nicht 7 Punkte in Balsam hat, um Wunden heilen zu können, geht am Leben vorbei.
Bewegungsstören wurde aktiviert und dann nie gesteigert, denn Bewegungsstören ist teuer. Ja, brennertoter Stoff ist ja schon einer seiner Signaturzauber, so als Barbara-Diana-Zauber, deswegen ist er auch auf Maximum geballert. Und dann haben wir eine ganze Batterie an Umwelt- und Objektzaubern, die Alibi gesteigert wurden und die eigentlich niemals jemals irgendwas benutzt. Oder Kryptographe benutzt keiner, Kustodesiegel benutzt keiner, Claudibus benutzt keiner, Kaldo Frigo benutzt keiner. Was will man damit? Destructibo Arcanitas, ich habe noch niemals gesehen, wie jemand Destructibo Arcanitas benutzt. Ist mehr so ein NSC-Zauber, oder? Also ich hab die schon benutzt in einer anderen Runde, aber den habe ich schon benutzt, ja. Ja, aber meistens, wenn man ihn benutzt, versucht man irgendein Artefakt zu zerstören. Da kommt da der Plot und sagt, haha, im Übrigen ist dieses Artefakt für ein Destructivo nicht zerstörbar. Lalala. Solche Sachen. Ihr kennt ja DSA-Abenteuer. Dunkelheit wurde, glaube ich, noch niemals benutzt, obwohl es da ist. Das ist einer der klassischen Umweltzauber. Duplicatus ist im Moment ist in Wahrheit schon 3 Punkte höher, wie der, den wollte Hage ja gerne haben. Und hey, auf Spalte B steigere ich ihn. So als, warum ist der für mich verwilligt? Die Elcom steht noch auf B, weil in der Heldensoftware noch Lehrmeister von der Thesis angehakt ist. Deswegen. Ich glaube, du hast Umwelt, die Merkmalskennung hast, deswegen belegt nur 1 Punkt. Nee, Duplikator ist nur Okay. Ach so. Wir haben den Eclipse de facto, der nicht höher gesteigert wurde, weil, komm, aber wir sind ja eigentlich der Obscuromant, auch wenn das nie tut. Ja, für dich angesprochen. Ja. Wir haben den eigenen Ängste, aber Eigenschaft, also Einflusszauber sind halt, genau, wir sind immer noch bei C damit und, wofür für einen mittelmäßigen Einflusszauber nochmal 1000 AP rausballern? Also noch aus dem Partner reichen auf 5, denn entweder man benutzt den Kampf, okay, dann ballert man ihn hoch. Oder man hat ihn nur um zum Beispiel mal ein Gitter im Yolgomaka-Turm der 1000 Augen, ja, ich erinnere mich dran, rausrosten zu lassen und dann reicht er einem auf 5. Oder so ähnlich. Von daher machen wir das nicht. Darauf verlasse dich, ja, bräuchte man eigentlich so auf 20, damit er sich lohnt, aber D-Zauber. Von Funkel reden wir nicht drüber, Fortifex reden wir nicht drüber, Guardianum, Geisterbahn braucht man als Bravaka, Geisterruf hat man als Bravaka, auch wenn man das nicht will. Harte Schmelze, klassischer Barbaradianer-Zauber, nimmt man, hat man, ist super, lasse eine winzige Schicht vom Schiffsmasten wegschmelzen und schubst das Ding einfach rum, schmilzt ein Schloss weg, etc., ist super. Vielleicht solltest du kurz deborbaradisierte Thesen nennen, weil da steht Magier. Das könnte hier steht Magier sein. Drin, richtig, natürlich. Kajunan Silberbrauer verarbeitet sein Werk, verrichtet sein Werk in Mirham, weil die anderen Schulen den nicht haben wollten. Deswegen legen Mirham im Grunde alle deborbaradisierten Thesen vor. Was nicht alle sind, wie man in der nächsten sieht, nämlich der Herzschlag Ruhe, wurde aus den dunklen Zeiten mitgenommen. Und er liegt tatsächlich im magischen Schilde von Rakala von Hausen Rabenmund vor, aber da auch nur in Barbarianer-Form. Denn man kann damit auch Leute von den Toten zurückholen, aber pssst, die Preiskirche will nicht, dass ihr das wisst. Ölenpine ist einer der besseren Einflusszauber, muss man sagen. Natürlich, er kann sich nicht mit irgendwas wie dem, mit dem Maladin messen, aber es ist eben vor allem ein guter Zauber, um mal eben jemanden loszuwerden für mittelmäßig viele AP. So zum Beispiel eine Heptachin. Und der ist super fies. Und super fies ist immer super gut. Horiphobus, noch ein mittelmäßiger Einflusszauber. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt bis auf 10 hoch ist. Was will ich damit? Invocatio Maia und Invocatio Minua. Der Minua wurde nur hochgezogen. Er ist noch nicht begabt dafür. Der Minua wurde nur hochgezogen, weil A, er auf Spalte A geht, so basically nichts kostet. Und B, er beim Start weg im Grunde sein AP-Gewicht an Warennamen mitgeliefert hat. Für niedere Nehmung. Aber trotzdem. Canifidio bräuchte vermutlich noch ein paar Punkte, weil dagegen gegen MR geht. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, aber das ist alt, das ist neu erworben. Da muss er noch ein wenig dran arbeiten, um dann hoffentlich seine eigene Alterung umkehren zu können. Wir werden sehen. Leidensbund wird ein Experiment. Müssen wir schauen, das ist auch eine Barbaradianer-Formel. Magischer Raub ist dafür, der gesamten Konklave vor der dritten Dämonenschlacht einfach in die Hand zu schütteln oder dann mit 1500 ASP reinzugehen. Das geht aber fun. Geht aber auch gegen MR, müssen also eigentlich Punkte rein. Aber die Zauber. Manifesto reden wir nicht drüber. Nebelwand ist eine Nebelwand. Nekropatia kommt aus Brabak. Eigentlich keine Bock drüber. Nihilo Gravo ist einer der exotischeren Umweltzauber, glaube ich. Nicht im Sinne von, er ist selten, aber er ist teuer, deswegen hat ihn keiner. Er macht auch eigentlich nicht viel, aber irgendwann muss man mal was sehr Schweres hochheben und dann wird er useful. Nunziolo, an meiner Anwendung gesehen, müssen wir nicht drüber reden. Objeto Obscuro ist ein Objektzauber, nur kein sehr guter. Objeto Fixo
ist noch weg zu haben, noch kein sehr guter. Objekt Ovoco ist sehr cool, aber meistens sehr useless, bis er wichtig ist. Objekt und Zaubern ist absolut fucking useless. Steigert ihn nicht, kauft ihn nicht. Jeder einzelne Abwählerin ist verschwendet. Oder im Arcanum, Elsich ist für Nerds. Weiter. Pandemonium. Haben wir gesehen. Ist übrigens nur B-Zauber. Ich trete mich da, also für ihn B, weil wir schon dämonisch. Du solltest für dich dazu sagen. Man sieht es ja hinten. Die erste Spalte ist ja immer die eigentliche. Ich trete mich bis heute, dass ich da keine Begabung genommen habe. Pentagramme, fucking useless. Absolut nutzlos. Fuck den Pentagramme. Wer auch immer den Pentagramme lernt, ist ein Nerd. Und darf bitte gehen. Ja? Geh zurück nach Romulus. Die nehmen dich. Die mögen das. Jedenfalls, selbst den Weißmagier würde ich stattdessen vermutlich Invokat zu steigern empfehlen. Ist vor allem viel cooler, weil das Potenzial für den Evil Twist beinhaltet. Oh, vor allem auch, dass auch Potenzial beinhaltet, einfach den Dämon zu übernehmen und dann zurückzuschicken oder zu übernehmen und auszuquetschen. Also wenn ihr nicht plant, regelmäßig gegen Borons Willen Geister oder gegen ihren Willen Elementare zurückzuschicken, don't do Pentagramme. Das lohnt sich nicht. Bei Luftball des Erzes, die Idee ist, ein paar Geschosse für den guten Diamantes zu verzaubern, aber das, Bolzen sind schwer und deswegen müssen dann noch Zettel für Sterne gesammelt werden. Psychostabel ist, ja. Reversales Revidum, ja. Salander Mutanda, E-Zauber auf 15. Ihr könnt euch ausrechnen, was das gekostet hat. Der ist nur hier, weil er cool ist. Vielleicht Leute in Frösche verwandeln ist eigentlich schon die quintessentiellen Schwarzmagier-Tätigkeiten. So, ja. Ich werde nie verstehen, warum das kein Hexenfluch ist. Weil es ein Hexenzauber ist. Sufferfaktor auf 5. Eigentlich viel zu wenig, aber kein Spieler da hat jemals noch, oh, wie viele Zelle für Sterne hast du eigentlich? Reicht das, um deine Klamotten sauber zu machen? Gefragt, deswegen steigen wir es nicht weiter. Blätterunwissenheit ist zumindest nach unserer Auslegung sehr gut, wenn man gegen Dämonen angeht, denn die meisten haben keine Augen, right? So, Vatacheor, ein Ambrichot, ein Schruf, nichts davon sieht dich, wenn es dich nicht sieht. Schwarz und Rot killt Leute. Die Anwendungsfälle sind begrenzt, aber er ist da und hoffentlich irgendwann nochmal gesteigert. Wasserschrecken ist noch einer von diesen Einflusszaubern, die, viele der quintessentiellen Schwarzmagier-Zauber sind Einflusszaubern. Sie machen alle Mausleer selber. Silenzium ist auf 10, falls man ihn braucht, aber ich glaube, ich habe ihn nie gecastet, weil, hey, Boltox ist da. Skeletarius kriegt man im Bramak mit. Steinwandle kriegt man im Meerham mit. Talox Odem ist eigentlich ziemlich lame, aber ist der einzige oder einer von wenigen direkten Schadenszaubern in der Handlung. Pandemonium macht auch Schaden, ja, aber ja nicht direkt. Right? Pandemonium ist eigentlich nicht für Schaden da, sondern um Leute festzuhalten oder davon abzuhalten, irgendwo hinzugehen. Denn eigentlich machen die Dinger nicht so viel Schaden, wenn man nicht 24 Angriffe pro Runde kriegt. So, Tlalox ist der... Stellt euch vor, der Ignifaxus hätte ein Chromosom zu viel. Also der Tlalox. Todeshandel, ich weiß immer noch nicht, warum Todeshandel und Skeletarius zwei verschiedene Zauber sind. Ja, einer kostet PHSP, aber seriously, streicht den einfach aus dem LC. Reißt die Seite raus und seid glücklicher. Daru, die Chromosomen-Allegorie funktioniert aber nur, wenn es sich um ein Tier handelt, nicht um eine Pflanze. Denen ist das nämlich ziemlich egal, ob sie ein, zwei oder sogar 20 Chromosomensätze zu viel haben. Denen macht das nichts aus. Gott sei Dank. Hat der Biologe ja gesprochen. Der Transmutare geht gegen MR, müsste also gesteigert werden. Aber es ist ein D-Zauber und weil bis jetzt kam noch keiner und wollte eine Schönheits-OP. Also, warten wir mal ab. Transversal ist gerade hoch genug, um sich selbst aus dicey Situationen raus zu transportieren, so wie es sich für Schwarzmagier gehört. Und berührt von Satina, falls mal irgendwann irgendwas vor Verfall bewahrt werden muss. Außerdem braucht man diesen Zauber, glaube ich, für Satina-Siegel, aber nagel ich auf diese Aussage nicht fest. Unitatio gerade hoch genug, damit er geht. Veränderung aufheben. Habe ich euch schon gesagt, dass ihr keine Antimagie steigern solltet? Just don't do it. Manche Zerstörer als Konterpart zum hartes Schmelze. Nirgendwo steht, dass man damit keine Luft gerinnen lassen kann und damit einfach den Aerogelo mal nutzlos macht. Und dann haben wir den Zagibu in Schelmisch. Ja, dieser Zauber wird in Mirham in Schelmisch gelehrt. Ich warte noch auf den Tag, an dem ich irgendwie Galotta in seine, Xeran in seine Goldtruhe spucke und er dann ihm dann der Kopf platzt oder so. Puh, boy! Und das war's. Keine Sorge, um Xeran habe ich mich gekümmert. Ja, dem wiedererstandenen Xeran, keine Sorge. Ich würde sagen, dass... Der Herr und Erlöser wird auferstehen und er kommt, um uns zu retten vor den Steuern und den Abgaben und Xeran Lindner kommt. Es wird passieren. Bestimmt.
Okay, dann war das Darus Schwarzmagier-Tutorial in gefühlt 15 Sekunden, wahrscheinlich eher 15 Minuten. Dieses Kontrolle. Die Akademie übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen, die sie sich oder anderen zufügen. Bei Fragen wenden sich an ihren Apotheker oder Dämonenbeschwörer ihres Vertrauens. Ist das ein Widerspruch in sich schon? Für jemand, der auch Schwarzmagier will, ist das ein ganz schön großes Maul. Ich bin nicht aus zwei Gilden geflogen. Tja, dann machst du nicht anstrengend genug. Aber dazu kommen wir nachher noch. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserem Lieblingspaktierer, oder? Diamantis Monterey. Oh, ich weiß nicht. Ich meine... Ist Ömer nicht auch Paktierer? Dein Lieblingspaktierer ist wahrscheinlich Kanizidianer, oder? Aber sowas von... Nein. Mein Lieblingspaktierer ist der Amazorat-Fälscher in Mendene. Oh. Was ist denn aus Elphadaios? Ich meine... Schalt mal kurz die Aufnahme ab. Nein. dann weigere ich mich jetzt etwas zu sagen, sonst werde ich wieder abgemahnt. Also, mein Lieblingspaktierer war dieser Typ in der Wildermark, dem Jalan gefolgt ist. Wie hieß der noch? Der Wackerpaktierer. Doch. Ich glaube, das ist hier der Punkt. Bei allem, was du ihm anlassen kannst, war Alruin der Ketzer, kein Paktierer. Er war ein Ketzer, aber er war kein Paktierer. Ich meine, technisch gesehen, wenn man das am Willen der Götter festmacht, war er nicht mal ein Ketzer, denn er hatte ja Prärungskarma. So, also ich denke, wir sind uns alle einig, dass der beste Paktierer immer noch das Erkind war, das aus Kiaras rauswachsen wollte. Doch bitte. Nein, der Bettelmönch. Oh, der Bettelmönch. Ja, oder? Er bekam aufs Maul und er ging wieder. Und er war nie wieder gesehen. Okay, also ihr seht, ich habe hier irgendwie eine Lawine losgetreten mit dem Lieblingspaktierer. Es gibt viele zur Auswahl. Bettelmönch. Man muss die Zuhörer mit einbeziehen. Also, schreibt, wer euer Lieblingspaktierer ist. Schreibt, wer der beste Charakter ist. Liked, wenn Diamantis euer Lieblingspaktierer ist. Kommentiert, wenn er Fadaios euer Paktierer ist. Und smasht die Glocke, wenn euer Lieblingspaktierer immer war. Du solltest mal auf den neuen Charakterbogen wechseln. Um wen geht's denn jetzt? Diamante Monterey. Von dem habe ich noch keinen. Wenn du zufällig Elphadaios Bogen da hast, kannst du zu dem wechseln. Elphadaios hat keinen Bogen, der wurde verbrannt. Das macht Sinn. Nein, wir sind persönlich eingebrochen und haben die Server der Drachenzwinger abgefackelt. Deswegen ging das Forum im Jahre 2016 eine Weile nicht, muss man wissen. Und das ist das Schuldeingeständnis. Zum Glück ist das Ganze mittlerweile verjährt und Daru kann frei darüber reden. Die polizeiliche Anhörung hat auch stattgefunden und es konnte keine Schuld nachgewiesen werden. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das zuständige Dezernat. Verknackt haben Sie mich trotzdem. Aber wegen anderen Dingen. Erregung öffentlichen Ärgernisses, Nacktheit am Steuer, Trunkenheit... Nicht am Steuer. Hey, Nacktheit am Steuer ist nicht illegal. Gott sei Dank. Okay, da. Warte. Gibt es einen von uns, der nicht 2000 Dukaten Schulden hat? Ich? Okay. Ich habe 15.000 Dukaten Überhang. Die Frage ist, gibt es jemanden von uns mit Schulden, der vorhat, sie zurückzubezahlen? Denn ich nämlich nicht. Also ich führe jeden Tag 7 Dukaten nach Mülheim ab. Safi Konservatin hat mich als einen seiner größten Posten in den Büchern stehen. Ja, nee. Also Diamantis wird seine Schulden niemals zurückbezahlen und das weiß Frost hier auch. Mal schauen, ob da jemals was kommen wird, aber dementsprechend einmal kurz Vorstellung, angefangen Profession Soldat Seatalist. Also von Anfang an als ein Charakter gebaut, der sich auf einem Schiff zurechtzukennen weiß und auch eine ziemlich billige Profession, wenn ich das so anmerken darf. Dementsprechend ist die Vorteile-Liste auch deutlich ausgebaut, wie wir gleich sehen werden, aber einmal bei den Eigenschaften sind die relativ ausgewogen gesteigert. Anfangs kann man noch sehen, Charisma mit 8 gestartet, also das war der Dumpstat, den ich dann aber auf Maximum bis 12 hochbekommen habe. Für die angehenden Powergamer an den Geräten zu Hause, es ist billiger, wenn ihr einen Start wirklich richtig niedrig habt und dann hinterher hochzieht, also wenn ihr einen auf 8 und einen auf 12 habt, als statt wenn ihr mit 2 auf 10 startet, wenn ihr hinterher wirklich beide auf 12 haben wollt. Die ersten beiden Punkte kosten dann weniger.
muss man. Ja, vorausgesetzt, man ist damit einverstanden, dass der Wert dann niemals über 12 kommen kann, denn das ist dann das Maximum. Ja, aber wir brauchen mehr als 12 Körperkraft. Ja, ich würde mir hoffen, ich könnte mehr als 12 Charisma haben. Warte, schneid das raus. Ja, aber wofür braucht man das, wenn man einen Gurgulum hat? Praise be, my brother. Praise be. Ja, die Klugheit habe ich, während der Charakter erstellt wurde, während ein, ja, mittlerweile fast 2 Jahren, die er gespielt wird, einmal gesteigert. Ich denke, das hat die Charakterentwicklung auch gut wiedergespiegelt. Und sonst, wie gesagt, relativ natürlich körperlich überwiegend. Mut reißt es ein wenig raus mit dem höchsten Wert 17. Aber viel mehr AP werden in die Eigenschaften auch nicht mehr ergehen. Konstitution wird jetzt vielleicht als nächstes von 14 auf 15 gebracht, um eben noch ein bisschen robuster zu sein, den zusätzlichen Punkt Wunschwelle damit einzukassieren. Dazu muss man sagen, seine Konstitution liegt derzeit bei 21. Ich wollte gerade sagen, das sind die Eigenschaften ohne Gurgulum. Und also natürlich, das ist eine Hausnummer, wenn man sich anschaut, wie viel da auf 16 ist. Also, natürlich haben wir den momentanen Stand in der Runde, dass Diamantes von Serpentilio einen Gurgulum, einen dreigehörnten Gurgulum, wichtig anzumerken, um den Hals bekommen hat und somit, wie auch in der entsprechenden Folge erwähnt, seine körperlichen Werte massiv gesteigert sind. Aber das sind ja auch nur die temporären erhöhten Werte und der Verfall wird da auch noch einen deutlichen Ausschlag haben. Alle Stunts in dieser Show wurden von ausgebildeten Professionellen übernommen. Machen Sie dies nichts davon zu. Sorry. Stellen Sie nichts davon zu Hause nach. Die Sendung übernimmt keine Haftung für etwaig anfallende Nachteile. So bleibt man als Beschwörer am Leben, ja. Man schickt immer diesen Disclaimer mit. Aber sicher doch. Irgendwer muss hier. Oh no, wir haben Hage verloren. Ist wieder da. Ja, kurzzeitig. Bei mir hat Daru auf einmal angefangen zu reden und da war ich weg. Das hat man das Präsenz einen Zusammenhang haben. Sich verdrängt, niedere Existenzen. Also so, ja, wie wenn ein Freiheitsgewalter den Raum betritt. Da sagt der Herrstadt Ciao. Ja, bei den Eigenschaften gibt es sonst nicht viel weiter zu sehen. Magieresistenz von 5, ziemlich gering. Mal schauen, ob da noch was reinkommt. Vielleicht auch nicht. Ich meine, wir können uns dem Meister ja ruhig mal eine Schwachstelle in der Gruppe leisten, geben, die er dann mit gegnerischen Magiern targeten kann. Aber bisher hat er das noch nicht wirklich genutzt. Attacke Parade auf 10, genauso wie Fernkampfbasis als Kämpfer-Chair auch mehr als angebracht. Und ebenfalls sehr ausgeglichen. Lebenspunkte und Sauers natürlich momentan durch den Gurgulum noch weiter erhöht und befindet sich momentan Lebenspunkte auf 49 und Ausdauer auf 51. Also astronomisch hohe Werte für einen Spielercharakter. Gehen wir runter zu den Vorteilen und Nachteilen. Noch einmal kurz gesagt, zu den Abenteuerpunkten, dass das 600 weniger sind, als der Pentulus hat, sind es nicht. Sondern ich habe mir mit den 600 Punkten Vorteile nachgekauft mit AP, was eben vom Wege des Schwert vorgesehen ist und wir in dieser Runde ebenso machen. Ich glaube, der Pentulus ist auch nicht auf dem Stand, auf dem er sein sollte, denn... Ja, ich glaube, mittlerweile sollten wir schon auf 25.000. Richtig, also achtet nicht auf diese Zahlen. Sie lügen alle. Richtig, oh gut, dass wir das mal angebracht haben. Ja, die schöne Vorteileliste, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich auch. Entsprechende Begabungen für die beiden Kampftalente, beiden ausgesprochenen Kampftalente, ein Fernkampftalent als Fernkämpfer übernommen und Belagerungswaffen. Habe ich mitgenommen. Unten kann man nochmal sehen, da sind Talentschub-Belagerungswaffen rein. Da sind also insgesamt 16 GP nur in Belagerungswaffen geflossen. Oh, da könnten wir vielleicht kurz eine Frage einschieben. Und zwar, es hat jemand speziell zu Diamantes gefragt, ob wir die Regeln zu Belagerungswaffen irgendwie geändert haben, weil wir ja mit Pulver operieren. Das müsstest du wissen, oder? Ja, richtig. Wir haben keine Regeln
geändert, sondern wir haben uns einfach für Peng statt Plong entschieden, um es weil es in der Welt eben schöner passt. Dementsprechend haben wir aber auch einige Probleme, die mit Pulver nach sich kommt, wie es darf nicht nass werden oder Diamantis kann eben mit seinen Torsionswaffen, die ebenfalls mit Pulver schießen, nicht unter Wasser schießen. Das war einmal ein Schalvins Thron, glaube ich, war das relevant. Da musste dann dafür eingesteckt werden, da eben Pulver realistisch gesehen nicht nass werden darf, damit man schießen kann. Und mit einer Torsionswaffe... Nach der DSA-Setzung dürfen die Torsionsbündel auch nicht nass werden, weil sie sonst nicht mehr gehen. Naja, nach dem Unterwasserkampfsystem sind Armbrüste und Torsionswaffen unter Wasser anwendbar. Okay, wer auch immer das FH2 geschrieben hat. Ich hoffe, er tritt auf den Legostein. Wow, das ist gemein. Also gut, Vorteile. Eisern, selbstverständlich. Entfernungssinn für einen Fernkämpfer, -2. Und einen sehr guten Einschätzung für jegliche Entfernung. Glück sollte aus meiner Sicht jeder mit haben. Und jeder, der es nicht mitnimmt, hat einfach seine GP nicht richtig managed. Und dann, ja, Glück sollte jeder dabei haben. Oder halt seine Pression nicht im Gravelkorb bei Lidl gekauft. Guter Ruf den. Ist ein Al-Anfa? Diamantis hat, bevor er auf die Mondsilbernen Drachentöter gezogen ist, bevor er in die Kampagne eingestiegen ist, eine ruhmreiche Karriere bei der Schwarzen Armada hinter sich. Und das spiegelt eben den guten Ruf wider. Wurde in dem Fall auch mit AP bezahlt, der Vorteil. Einige Meisterhandwerke, weil ich Viertelzauberer bin und ein Powergamer. Ja, für ein GP das Stück nimmt man sie mit, oder? Ja, selbstverständlich nimmt man sie mit. Die kann man nicht liegen lassen. Und wenn man dann schon kein Vollzauberer ist oder ein Geweihter, muss man ja irgendwie mit euch ganzen hier High-Level Bonobos mithalten können. Das würde ich gern wissen, dass ich kein High-Level Bonobo bin, sondern ein High-Level Schimpanse. Geh mir vom Leib. Schau dir Raffim an und sag mir, dass das kein High-Level-Bonobo ist. Darf ich eine Meerkatze sein? Bonobos sind die sozialsten aller Affen. Ich fühle mich geehrt, als Sozialcharakter in diese Stufe eingeschätzt zu werden. Ich finde, Bonobo ist auch gar keine Beleidigung. Das ist großartig. Ich würde gerne ein Bonobo sein. Die lösen doch ihre Probleme über Sex, oder? Da sehe ich mich. Tatsächlich, Oder passt dieser Spruch von Kiaros, oder? Den wollten wir doch mal auf dem T-Shirt haben. Wer bin ich, Nein zu sagen, wenn man Probleme auch durch Sex lösen kann? Right. Weiter im Text. Weiter. Kommen wir mal zu ein paar interessanteren Vorteilen. Und zwar welche, die im Nachhinein hinzugekommen sind. Und zwar drei der Paktgeschenke. Diamantis hat durch den Pakt mit Blackaras den Packgeschenk Dämonische Hilfe, Dämonische Waffe, seine goldene Balestrina, die mit Brandbronze schießt und getötete Seelen direkt in die Niederhöllen reißt. Und Schutz vor göttlichen Wirken. Schutz vor göttlichen Wirken ist natürlich wichtig, vor allem die Tarnung zu bewahren, wenn denn so viele Geweihte mit am Schiff und vor allem auch mit den Spielergruppen anwesend sind, bleibt der ein oder andere Tempelbesuch nicht aus, wie wir auch schon gesehen haben. Und um einen Paktierer da wirklich glaubhaft spielen zu können und nicht mal Ausflüchte zu holen, ist Schutz vor göttlichem Wirken eben relevant, key. Die dämonische Hilfe haben... Verzeihung, die dämonische Hilfe haben wir einmal in Elberon gesehen, in der Blackaras Diamantis da unterstützt hat, sich bei den Maraskanern, den Nachtwinden der Kabalja zu rächen. Was uns ebenfalls auch einige Probleme aufgeheizt hat, wenn wir gesehen haben, wie lange sie uns danach noch verfolgt haben. Sonst ist da nicht wirklich weiteres Relevantes dabei. Soziale Anpassungsfähigkeit kriegt man automatisch durch die Kulturkunde mit. Oder durch die Profession. Nee, ich glaube, das ist diese Kulturkunde Südaventurien, die das mitgibt. Ja, genau. Und übertönliche Begabung, ein einziger Zauber hat sich Diamantis mitgenommen, aber da können wir gleich nochmal reinschauen. Und wie angesprochen ist der Viertelzauberer. Das ist ein großartiger Viertelzauberer. Knapp unter dem Acceleratus.
Ja, aber da wolltest du es ja nicht cheap machen, weil Acceleratus wäre so die offensichtliche Wahl gewesen. Richtig, natürlich. Und das sollte ja kein Powergame-Char werden, sondern eben ein Char, der sich über die Jahre lang schön spielen lässt. Das behauptet er. Das liegt aber nur daran, dass ihr keine Ahnung habt. Der Acceleratus ist nämlich für Viertelzauberer ein ziemlich schlechter Deal, denn du musst da ordentlich Punkte reinstecken, um auf ZFP zu kommen, dass du vielleicht mehr als 3 Kampfrunden lang genießen darfst. Ja, aber oft reicht das ja schon. True. Du brauchst true. 1 ZFP, musst du überhaben und du kannst ihn 3 Kampfrunden lang genießen, oder nicht? Ja, nur... Ja, jedenfalls, gut. Die beiden kombinieren sich natürlich beliebig. Gut noch einmal, schnell über die Nachteile gegangen. Ja, richtig. Das ist ein paar Manöver, die ziemlich gut mit Geschwindigkeit agieren. Gerechtigkeitswahn und Rachsucht war von Anfang an da, wurde nur massiv erhöht in den letzten Spielsitzungen und über das letzte halbe Jahr. Und Gerechtigkeitswahn ist noch nicht wirklich getriggert, gab es keine entsprechende Situation zu. Aber das sind eben 2 Nachteile, die durch den Pakt beeinflusst wurden. Besser gesagt, im Fall von Gerechtigkeitswahl durch den Pakt überhaupt erst hingekommen sind. Goldgier, ja, gab anfänglich einige Augenblicke, in der das wirklich ausgespielt wurde. Und dann ist das irgendwie ein bisschen untergegangen. Mit der Sonderfertigkeit Fälscher und den Talenten, die ich in letzter Zeit gesteigert habe, die wir uns gleich nochmal sehen können, wird das in nächster Zukunft vielleicht nochmal relevant. Ich habe mir da zumindest einige coole Gedanken gemacht und gibt einige schöne Möglichkeiten. Ja, schlechte Regeneration, free Nachteil, gibt schön 10 GP und verringert ja die Regeneration etwas, aber wenn man genug Dukaten hat, einen vernünftigen Heiler und Gurgulum, der einem -3 gibt. Ja, also man muss auch sagen, dass wir dem Thema Heilung in dieser Runde keinen so furchtbar hohen Stellenwert beimessen, weil wir haben jetzt keinen Spielercharakter, wo Heilen das Hobby ist oder so, und wir haben das Geld, um uns Heiltränke zu leisten. Deswegen ist es bei uns einfach kein so großes Thema. Vielleicht solltest du mal hinweisen, dass deine Rachsucht bedingt auch durch deine dämonische Waffe bedingt ist, teilweise. Richtig, der Deal mit der dämonischen Waffe ist, dass pro Schuss, der damit abgefeuert wird, automatisch die Rachsucht um 1 Punkt steigt. Die 12 ist tatsächlich nicht einmal aktuell. Der Wert ist momentan auf 13, aber das Heldentool ermöglicht einem nicht, den Nachteilwert über 12 zu steigern. So sind aber wir über die Frosty hat es dir großzügigerweise erlaubt, dass du die Rachsucht immer weiter und weiter und weiter steigst. Großzügigerweise hat er mir das erlaubt. Ich hätte das auch gerne bei 12 gecapped, aber Frosty sagte, nee, das machen wir nicht. Sonderfertigkeiten, ziemlich große Liste, werde ich nicht besonders nah drauf eingehen. Fälscher, habe ich schon angemerkt. Kampftechnisch ist da fast alles mit dabei. Zumindest alles, was sich auf seine Kampfkünste anwenden lässt. Eine Rüstungsgewöhnung, einige Talentspezialisierungen kann man sich anschauen, wenn man das für besonders interessant hält und da gerne pausieren und nochmal rüberschauen. Aber wirklich interessant daran sind wohl die 2 waffenlosen Kampfstile, die auch mit seiner Kampfart synergieren. Er agiert ja viel über versteckte Klinge und Raufen. Dementsprechend geben 2 waffenlose Kampfziele dann nochmal +2/+2 auf Attacke und Parade. Und Waffenmeister. Das ist ein Fernkampfwaffenmeister, schon hat mehrfach Anwendung gefunden, was ihm erlaubt, wie im Wege des Schwerts auch als Beispiel Waffenmeister für Ballestrina vorgeschlagen, die zweihändige Führung. Und zusätzlich mit 3 Punkten im Waffenmeister bezahlt, erlaubt mir das, gezielte Schüsse aus der Hüfte zu machen, also ohne die zusätzliche Aktion, die man eigentlich nach Wege des Schwertes aufwenden müsste, um eine besondere Trefferzone oder ein besonderes Ziel anzusagen. Ja, das war der Waffenmeister. Einige Sonderfertigkeiten noch. Unter Wasserkampf sehe ich da auch mitten in der Kampagne gewonnen.
aber viel mehr Interessantes ist nicht dabei. Ach, vielleicht noch einmal Berufsgeheimnis, ist ein bisschen höher. Nochmal Feinmechanik. Man braucht, um die Torsionswaffen herzustellen, in unserem Spiel eben nicht Torsionswaffen, sondern Gewehre, Pistolen, braucht man das entsprechende Berufsgeheimnis, und das hat sich Diamantis dann auch noch während seiner Zeit in Al-Anfa angelernt. Gut, gehen wir nochmal zu den Talenten. Da sieht man gleich am Anfang ein schönes Skill, eine Gabe. Diamantis ist besonders begabt, und zwar in Belagerungswaffen. Da sind also nicht nur 16 GP in allein, dass er die Gabe hat, um für die allein für den Talentschub und für die Gabe reingegangen, sondern nochmal ordentlich AP, um allein eine Gabe auf G zu steigern. Da ist immens viel AP reingeflossen, um Diamantis einen so hohen einen Wert von ein 36er ist das, glaube ich, aktuell 36er Belagerungswaffenwert mit Erleichterungen und Erschwernissen und eben noch die Möglichkeit, mit Talentschub Belagerungswaffen drauf einzugehen. Sehr viel AP reingeflossen. Wie viel es dann zum Einsatz gekommen ist? Ja, zweimal. Ich habe das Ganze zweimal eingesetzt. Und da sind sicher. Und das einmal beim Hafenbecken, oder? Einmal im Hafenbecken, einmal Übung. Vollkommene Übung, war irrelevant, ob es trifft oder nicht. Und einmal, das war vor Priosdank. Heißt so die Insel? Priosru? Daru. Da komm, du als unser Priester weißt, was du Djilaskan. Da, Djilaskan, okay. Auf Djilaskan, richtig, als wir auf die Prioten, die verblendeten Prioten gefeuert haben. Das war auch ein schöner Wurf, war sogar ein Crit. Aber ich denke, so in Zukunft noch wahrscheinlich an das kommen, vermutlich. Ja, also ich habe finde Gerüchte von kommenden Seeschlachten gehört. Die 2000 AP, die ich rein investiert habe, haben sich jetzt schon rentiert. Muss gar nicht mehr zum Tragen kommen. Ist vollkommen okay. Ich habe gehört, die kommenden Seeschlachten verwenden das Effort-Wogen-Konzept. Von daher sind sie sowieso schon im Dutt, ganz egal, was du tust. Ja, großartig. Talente. Die sieht man gleich bei den Kampftechniken. Sind einige auf höheren Werten, also gleich 3 über 18. Armbrüste, Belagerungswaffen und Raufen. Viel wird über Raufen gehandhabt. Dolche wurde auch hochgezogen, vor allem im defensiven Stil. Aber um tatsächlich mit Dolchen effektiv parieren zu können, muss der Gegner auch die entsprechende Waffe haben, die sich mit Dolchen parieren lässt. Und das kam in letzter Zeit einfach selten vor, weshalb das auf dieser Weise nicht so oft zum Einsatz kam. Ich glaube aber, im Kampf mit der Todesechse kam genau dieser defensive Kampfstil zum Einsatz. Und da hat es sich ziemlich hochgeschaukelt. Wir saßen da, glaube ich, am Ende allein eine halbe Stunde nur Diamantis gegen die Todesechse aufgrund dieses defensiven Stiles, weil da die offensive Möglichkeiten gefehlt haben und Voraussetzung, dass ich einen offensiven Angriff hätte machen können, eine vernünftig von ihm gelungene Attacke gewesen wäre, ohne große Finte. Also so einen defensiven Kampfstil kann ich nicht anempfehlen. Wie gut, dass ein fintiger Zwerg am Ende improvisiert hat und der Todesblitz Blitz gegeben hat. Sonst bei den Talenten sind einige, ich spreche mal die höchsten an, bei den körperlichen Talenten ist das Selbstbeherrschung mitunter und Sinneschärfe, sowie Körperbeherrschung 13, 13, 15. Nichts, was man auf so einem AP-Level nicht erwarten würde. Teilweise vielleicht noch ein bisschen zu weit drunter. So Reiten 2 war einfach nie relevant. Schleichen könnte noch ein bisschen reinkommen. Aber sonst ist körperlich eigentlich ziemlich solide. Gesellschaftliche Talente sind in letzter Zeit ein bisschen hergekommen. Lehren 15. Das erlaubt mir, meinen Mitspielern,
sowie den NSCs deutlich besser meine Talente zu vermitteln, die ich auf einem hohen Level habe, und gibt denen die Möglichkeit, eine zusätzliche spezielle Eigenschaft, eine SE in dem Talent zu kriegen, sofern sie es dann von mir näher gebracht bekommen. Sonst reden ist aufgrund des Bedarfs zu lügen in letzter Zeit ziemlich gesteigert. Aber ich denke, das hat sich jetzt auch. Wobei, du hast jetzt eh Lehrmeister für alles. Richtig, das ist natürlich sehr schön. Wir haben diese Szenen, glaube ich, ein- oder zweimal angeschnitten, in denen sich Diamantis mit Blakaras oder dem Avatar von Blakaras, dieser Illusion, dieser Vision, diesen alten Mannes, das Kind, was mittlerweile der alte Mann ist, der bringt ihm gewisse Talente bei. Also ich kann ihn als Lehrmeister benutzen für gewisse Talente, und es kam auch schon vor, dass ich diese Talente dann weitergebracht jemanden aus dem Schiff, auf dem Schiff, oder eben einem Gruppenmitglied näher gebracht habe. Also jeder von uns profitiert von Blakaras Lehren, möchte ich mal angemerkt haben. Ja, ja. Also sonst gibt es da nicht allzu Interessantes. Bei den Wissenstalenten ist Mechanik hoch, genauso wie bei den handwerklichen Talenten Feinmechanik. Eben alles, was zu diesen Torsionssachen passt. Bei Sprachen ist nicht besonders was Interessantes dabei. Urtulamidia wurde gesteigert. Urtulamidia und Attack waren die bestinvestiersten AP bei den Sprachen, weil das am meisten zu gelten kam. Handwerkliche Talente sind auch einige. Ich glaube, das ist die Sparte mit dem höchsten Talenten oder zumindest bestgesteigersten. Also der gute Diamant ist ein handwerklicher Allrounder. Das liegt natürlich daran, dass alle Handwerkstalente in DSA auf Spalte B gehen. Ja, der Lehrmeister natürlich. Dann auf Spalte A. Und für den Preis von einmal Schwerter 0 bis 15 kann man drei Handwerke auf meisterliche Talentwerte steigern. Absolut. Sag mal Serpentinio, wie viel er für seine Alchemie 20 ausgegeben hat. Absolut richtig. Viel zu wenig. Handwerkliche Talente sind einfach sehr billig. Vor allem unausgewogen, richtig? Du kriegst halt für dasselbe, was dich Alchemie 22 kostet, kriegst du auch Kristallzucht. Ja, wahrscheinlich dachten sich die Leute, ach, handwerkliche Talente, das ist mehr so ein Bonus, damit machen die Spieler nichts kaputt, aber die kannten auch nicht Serpentilio. Ich bin nicht bereit anzuerkennen, dass die DSA-Redaktion überhaupt denken kann. So, was haben wir noch? Deinen Zauber wolltest du noch ansprechen, oder? Richtig, Standfest Katzengleich, der auch aus 6 gesteigert wurde, als ich den Chair erstellt wurde, habe, und seitdem nicht einmal gesteigert. Da kam tatsächlich, der kam tatsächlich nur ein einziges Mal zum Einsatz. Obwohl es ein sehr cooler Zauber ist eigentlich. Und ich kann mich nicht erinnern, wann. Aber ich weiß, ich habe ihn einmal eingesetzt. War das nicht auch im Kampf gegen die Todesechse? Oder wolltest du da und bist dann nicht dazugekommen? Ich wollte, bin aber nicht zugekommen. Weil der mitten im Kampf einzusetzen, schwierig. Der braucht seine 3 oder 4 Aktionen. Also entsprechend 2 Kampfrunden ist man dann raus. Und das Viertelzauber kann man natürlich auch nur richtig, richtig scheiße modifizieren. So ist das. Ein Genmagier würde sagen, oho, hallo, kein Problem, modifizieren wir auf eine Aktion runter, meinetwegen auf 2 Aktionen. Aber dann guckst du das Viertelmagier drauf und denkst dir, das kostet mich 15 FP, maybe not. Oder schauen wir doch einfach nächstes Mal in die Domäne von Amazoroth rein, vielleicht kann er da was machen. Zaubervariabilität. Hm. Ja, und sonst, ja, kann man noch mal einen Blick schauen, drüber schauen, was Diamant momentan ausgerüstet hat. Das Inventar ist nicht aktuell und spiegelt im Grunde nur einige der Items wieder, die auszurüsten sind, wie Waffen. Aber das Inventar ist absolut nicht aktuell, wie ich sehe. Selbst die Balestrina ist nicht eingetragen. Also sieht man da nichts Relevantes. Wir
unsere HTML ist eben nicht aktuell, weil wir über Fantasy Grounds spielen und das wären zwei Instanzen, in denen wir unser Inventar immer wieder neu tragen müssen. Eigentlich drei, weil wir das zusätzlich noch einem zusätzlichen Dokument und im Forum machen. Also Thema hat für uns gar keine Priorität, dass da Inventar oder so wichtigste sind. Erde, die Werte sind da für uns relevant. Und ja, im Grunde hatte ich dann alles einmal erwähnt. Das war die Vorstellung unseres Wertenparktierers Diamantis Monterey noch im ersten Kreis. Vielleicht bald im zweiten. Wir werden sehen. Wer ist der Nächste? Gut, ich würde sagen, ich bin am dransten. Also nach dem Paktierer können wir jetzt ein bisschen Heiligkeit vertragen. Sorry, aber Janan steht heute nicht zur Stelle. Auf diesen Bogen werdet ihr nie wiedersehen. Es tut mir leid. Oh. Das ist nicht schlimm. Wir haben ja einen lebenden Heiligen in unserer Gruppe. Scheinheiligen vielleicht. Hört's aber raus. Ach du heiliger Strohsack. Wirklich, du hättest das mit heiligen Scheinen machen können und hast, ach, Terra, du lässt nach. Jamal, erzähl uns was. Gut, dann machen wir weiter mit Zulaminal Shabara Sala Reshalia Aecher Khalil, Erwählte der Raja Ushtama, Visierer von Yanka und mehr durch so eine Art Unfall Kapitänin von unserem Schiff. Gesundheit. Ja, Zulamin kommt ja aus Fasar, das heißt, die Kultur ist logischerweise thulamidische Stadtstaaten. Sie wurde als stinknormale Raya-Geweihte gebaut, weil sämtliche Powergamer meines Vertrauens mir gesagt haben, dass sich das Professionspaket manadistanischer Ritus nicht lohnt. Ein kleiner Tipp für die Zuhörer zu Hause: Professionspakete lohnen sich beinahe nie. Genauso wenig wie Kulturpakete. Wenn ihr ein Kulturpaket angeboten bekommt, sagt nein. Und wenn euch jemand Drogen anbietet, sagt danke, denn Drogen sind teuer. Also, wie gesagt, kein manadistanischer Ritus, weil sich das einfach nicht lohnt. Ich habe hier von Hand Fasara-Ritus eingetragen, denn der ist sowieso nochmal speziell. Das werdet ihr auch im Weiteren sehen. Ansonsten nichts Überraschendes, natürlich im Monat Raya geboren, das kann man schon mal machen, wenn man schon den Vorteil Liebling der Gottheit hat. Bei den Werten... Als Jalan im Preios geboren wurde, wusste noch niemand, dass aus ihm ein Geweihter wird. Und ich wette, du hast das Datum auch nicht umgestellt, oder? Das war tatsächlich Nein, Zufall. Nein, war schon immer der zweite Tag des Greifenfestes am zweiten Preios. Neben das. Sehr passend. Daher auch sein Name Greifenmund, weil Greifenfest. Anyway. Ja, Sozialstatus ist mittlerweile 13. Der war deutlich niedriger, ich glaube 7 oder 8 oder so. Das heißt, für mich hat sich das Visiererwerden richtig gelohnt und es passt auch eigentlich zu der Anlage, also zum Auftreten von dem Char jetzt sozusagen adelig zu sein. Dann bei den Eigenschaften ist es folgendermaßen, ist jetzt nicht so hoch wie bei Diamantis, aber ich muss ja auch noch andere Dinge davon zahlen. Charisma 17 steigere ich verbilligt, wiederum durch den Vorteil Liebling der Gottheit. Und ich habe schon Lust, ihn in diesem Leben noch auf 18 zu bringen. Technisch, mechanisch vernünftiger wäre es vermutlich, Gewandtheit auf 17 zu bringen. Aber mal gucken. Mut 16 lohnt sich ebenfalls sehr für die Initiative. Und ja, ansonsten Klugheit 13, das ist ein Wert, für den man sich jetzt nicht unbedingt schämen muss. Und ja, Intuition 15 ist halt das, was man für verschiedene Sonderfertigkeiten braucht und was man auch für eine Raya-Geweihte irgendwie so als Minimum erwartet. Mit dem Ganzen kommt sie prinzipiell auf Geschwindigkeit 9, das ist ein Punkt mehr als üblich. Und ja, auf der anderen Seite sehen wir, dass Zulamin mittlerweile 60 Karma hat. Durch verschiedene Kamal-Questen, was ich für eine sehr gute Investition halte, denn Karma regeneriert sehr zäh. Und damit mehr als viele Magier-Astralpunkte. Aber naja, ihr seht, 25.000 AP, da kann man das leicht haben. Dann Vor- und Nachteile. Bitte einmal scrollen. Ja, alter Mann, ist kein D-Zug. Ich bin jetzt wie diese Professorin, die ihre Hilfskraft mitgebracht hat, um ihre PowerPoint weiterzuklicken.
wie bei einem Dia-Projekt. Nächstes Bild. Nächstes Bild. Genau. Nächstes Bild. Vor- und Nachteile. Viel gibt's da ja nicht. Oh, also. Ruhe. Wie Klappe! Ruhe also. In den billigen Charakteren. Und darum zwar, eignet sich nicht als Hilfskraft. Ja, das hätte ich mir denken können. Eisern habe ich tatsächlich nicht, weil es nützlich und nicht sehr teuer ist, sondern Zulamin hat Eisern wegen dem Ekstase- und Askese-Aspekt. Also wir haben das Onscreen nicht so viel gesehen, weil sich Askese nicht so für das Abenteurerleben eignet. Aber in Zulamins Vorgeschichte war so ein bisschen Eremitspielen und Entbehrungen und so mit drin. Und deswegen finde ich Eisern für sie nicht nur praktisch, sondern auch ja, sehr, sehr passend. Dann natürlich Geweiht, 12 göttliche Kirche, klar. Herausragendes Aussehen, der schon erwähnte Vorteil Liebling der Gottheit Raya. Das ist ein Myranor-Vorteil, das heißt, den werdet ihr in den normalen Regeln nicht finden. Die soziale Anpassungsfähigkeit habe ich nicht automatisch gekriegt, sondern gekauft, weil sie eben, naja, für einen Sozialcharakter eigentlich verpflichtend ist. Und die Verbindung in 15, da haben wir alle davon abgeraten, aber ich wollte die für die Verbindung zu Alachami. Außerdem noch Wohlklang, um das Paket mit herausragendem Aussehen komplett zu machen. Und auch das werdet ihr so nicht nachbauen können. Das funktioniert nur, wenn man eben Vorteile mit AP nachkaufen kann. Nachteile hat sie auch gar nicht so wenige. Arroganz 7, ja, kann passieren, wenn man einem kleinen Mädchen erzählt, dass es Außerwelt ist. Eitelkeit 3, sie ist schön. Ich bin der Meinung, wer schön ist, kann auch ein bisschen eitel sein. Aber keiner meiner Nachteile hat mir so oft in den Hintern getreten wie Eitelkeit. Und das nicht nur bei Frosty, sondern auch bei anderen SLs. Deswegen ist der mittlerweile nur noch 3, weil es macht einfach keinen Spaß, ständig Abzüge auf alles zu kriegen. Dann auch Zulamin hat Kälteempfindlichkeit, High Five Serpentilio. Das ist rollenspielerisch ein klein bisschen anschlussfähig. Medium ist ein Nachteil, habe ich aber relativ viel Freude dran. Denn obwohl das einen natürlich ziemlich in die Scheiße reiten kann, signalisiert es der SL, hey, hallo, ich bin diejenige, die gerne Visionen und Geister und sowas hätte. Und ich finde, ich hatte da echt coole Szenen schon. Vor allem am Friedhof der Seeschlangen, diese Borbarad-Vision war klasse. Oh ja, beinahe euren Schwarzmagier abzumurksen, fällt unter coole Szenen, ich verstehe. Den merke ich mir. Ach, du hast dich ja revanchiert. Noch nicht genug. Außerdem habe ich dir danach mindestens 3-mal das Leben gerettet. Da ist er wieder still. Okay, Moralkodex Raya, klar. Neugier 5, naja, beliebter Heldenvorteil, bin ich jetzt nicht stolz drauf, aber naja, habe ich halt auch. Prinzipientreue, da ist ein Hauch von Chor mit drin. Eines dieser Prinzipien ist, liebe nicht so sehr, dass du es nicht sterben sehen kannst. Und das andere ist etwas, wo ich mich nicht ganz so stringent dran halte, und zwar stelle die Pflicht der Menschen nicht über ihr persönliches Glück. Verpflichtungen gegenüber der Kirche, klar. Verschwendungssucht ist gelegentlich mal vorgekommen, ist lustig, kann einen aber auch in Schwierigkeiten bringen. Vorurteile gegen Travierkirche haben wir, glaube ich, in Romulus gesehen, aber habe ich auch schon überlegt, ob ich den noch mal abbaue, weil er kommt jetzt nicht so oft zur Geltung. Dann Sonderfertigkeiten. Ich gehe nicht auf die diversen Kampfsonderfertigkeiten ein. Ihr wisst ja, wie sie im Kampf aussieht. Beidhändiger Kampf 2 mit den beiden Reitersäbeln, Ausweichen 3. Vielleicht erwähnenswert ist der Blindkampf, der, glaube ich, noch nicht so wirklich zum Einsatz kam. Hatte sie auch ab Charaktererstellung, weil das für mich eben sehr gut zu diesem Säbeltänzer-Kontext passte. Also quasi mit verbundenen Augen noch so einen Säbeltanz aufführen zu können. Vielleicht kommt er irgendwann nochmal zum Tragen. Das ist eine sehr teure Sonderfertigkeit, weil sie als Voraussetzung Sinnesschärfe 15 hat. Und sie ist so lange nutzlos, bis sie plötzlich sehr, sehr essentiell ist. Dann relativ neu ist Nähe zur Gottheit. Auch das ein Myranor-Vorteil, der bewirkt, dass ich, wenn eine Liturgie gelingt, einfach nochmal 3 echte Punkte draufkriege.
Und lustigerweise, ich schätze das besonders beim Nachrichtenverschicken, denn ich mag mich nicht so kurz fassen. Ich mag, dass ein schöner Satz dabei rauskommt. Aber es ist natürlich universell nützlich. Dann viele, viele wunderschöne Talentspezialisierungen, die alle zu diesem Raya-Paket passen. Angefangen von Abrichten, Zureiter, halb Pferde ausbilden können, Raya-Künste, die gut im Bett Talentspezialisierung, die man nie benutzt, aber es wäre trotzdem irgendwie peinlich, sie nicht zu haben. Dann Fesseln eben, naja. Also ich habe die noch nie gebraucht. Dann, ein starker Fokus auf die Thulamidenlande und vielleicht noch erwähnenswert die thulamidischen Märchen. In Thulamin steckte mal so ein bisschen eine Scheherazade-Idee drin. Deswegen ist er noch da. Aber ich habe festgestellt, dass Geschichten erzählen rollenspielerisch einfach nicht so cool ist, weil, naja, Geschichten erzählen ist nicht interaktiv. Um mal unseren Spielleiter zu zitieren, niemand interessiert deine Hintergrundgeschichte. Märchen sind keine Hintergrundgeschichte. Dann. Dämonologie hatte sie auch ab Charaktererstellung wegen dem Alachami-Konnex und Traumgänger, weil der Fasara-Kult sich viel mit Träumen beschäftigt, weil dort der erste Schleier der Raja liegt, der es erlaubt, in Träume von anderen Menschen nicht einzudringen, zu wandeln. Also das ist konsensuell und hat eher so eine seelenheilerische Sache. Anders als bei Boltax. Ja, ich gehe jetzt nicht auf jeden Einzelnen ein. Kapitän ist ganz neu. Ich habe schon mal angefangen, dieses Zeug zu steigern, denn Thulamin ist sehr erpicht darauf, sich nicht zu blamieren als Kapitänin. Gut, bitte einmal runterscrollen. Nächstes Bild. Thulamins Waffenmeister. Erschwernis zum Einleiten eines Ausfalls entfällt. Das ist ein Vorteil mit einem sehr guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also wenn ihr Bock habt, euch das komplizierte Vorgehen eines Ausfalls überhaupt anzutun, dann dieser Punkt lohnt sich. Dann habe ich mir Niederwerfen mit Reiter-Amazonensäbel erlaubt. Denn Niederwerfen ist zwar mit Säbel erlaubt, aber nicht mit Reitersäbel. Also das ist eine Kleinigkeit, deswegen habe ich dafür auch nicht viel bezahlt. Was auch eine super seltsame Sache ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, egal. Dann, ich hatte ja schon die BHK-2-Aktion, also auf diese Art und Weise eine dritte Aktion. Aber die habe ich zu einer vollwertigen Waffenaktion aufgewertet, einfach um nicht mehr denken zu müssen. Also das bietet keine großartigen Vorteile, aber man eliminiert eine mögliche Fehlerquelle. Und jetzt kommen wir zu den coolen Sachen. Und zwar, Thulamin ist mit ihrer abartig hohen Initiative, die ja auch noch durch Acceleratus oder die Eidechsenliturgie geboostet werden kann, prädestiniert für Gegenhalten. Problem ist, beim Gegenhalten kriegt man Schaden und Thulamin hat nicht so viel Rüstung. Deswegen haben wir hier viertelten Schaden erleiden bei gelingendem Gegenhalten, was das Ganze schon sehr viel reizvoller macht. Und auch der letzte Punkt hat mit Gegenhalten zu tun. Sollte die Ini-Differenz zum Gegner 10 Punkte betragen oder 20, dann gibt es für je 10 Punkte Ini-Differenz 1W6 Bonusschaden. Auch das kommt selten vor, aber es ist cool, wenn es dann mal klappt. Also es ist kein super optimierter, stromlinienförmiger Waffenmeister, aber es ist trotzdem einiges dabei, wo manche Spielleiter mit den Ohren schlackern würden. Aber Frosty kann damit umgehen. Bitte nochmal scrollen. Ja, schon durch, um Himmels Willen. Und deine Talentliste ist zu lang. Ja, kann sein. Thulamin kämpft mit dem Säbel, wissen wir. Sie kann auch Rurosat. Ich glaube nicht, dass wir sie schon mit dem Raufen gesehen haben. Hat sich noch nicht ergeben, kommt vielleicht noch. Akrobatik wollte ich immer mal steigern, aber ich hatte nie einen Lehrmeister, deswegen ist das auf kümmerlichen 5. Ansonsten, ja, alles so für dieses AP-Niveau normal. 12 Reiten, ja, könnte noch höher sein für eine Raya-Geweihte, aber ist okay. Zähneknirschen, Schwimmen auf 10 gebracht, denn naja, wir spielen bei Hamuts Ruf. Selbstbeherrschung 12, auch wegen dem Askese-Kontext. Und Sinnesschärfe, wie gesagt, wegen Blindkampf. Und Tanzen 10 ist glaube ich, auch angemessen.
Betören 15, Etikette 10, Menschenkenntnis 17, das ist ordentlich. Und Überreden 18 hat ja schon mehrere Male onscreen ziemlich reingehauen. Aber Zulamin kann durchaus auch überzeugen. Nicht ganz so gut, aber trotzdem. Fesseln, Entfesseln 12 ist zu wenig, denn hier sind zwei Attribute drin, in denen ich echt nicht gut bin. Und zwar Fingerfertigkeit und Kaka. Deswegen scheitert das mit dem Fesseln, Entfesseln auch so oft. Muss ich irgendwann noch was dran machen. Dann, ja, bei den Wissenstalenten. Zulamins Konzept bei Wissenstalenten ist, sie sollte gut genug darin sein, um gebildeten Leuten eine angenehme Gesellschaft zu sein. Und da gehört halt auch sowas wie Brett- und Kartenspiel dazu. Und wirklich herausragend ist hier nur Götter und Kulte. Da käme ich mit 18, glaube ich, ans Level Cap, aber ich warte immer noch auf den Crit, der mir hier eine SE verschafft für den 18. Punkt. Aber ich bin der Power-Gamer, oder was? Bitte. Ja, Magiekunde ist auch ganz ordentlich. Hier, wie gesagt, wegen Alachami-Kontext und um ein bisschen was über Baekhelel-Dämonen wissen zu können. Sprachen habe ich einige nur auf 3, weil, naja, wenn man sie hat, dann kommt man schon ein bisschen. Und das ist jetzt mein persönlicher Power-Gamer-Rat. Ich bin der Meinung, niemand sollte ein Talent auf 0 haben. Denn es ist echt billig, es auf 3 zu bringen. Und es gibt genug Fälle, wo mit 3 zumindest etwas passiert. Du hast recht. Ich gehe sofort Töpfern steigern und Kristallzucht und Winze und Stoffe hey, färben. Hey, 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 Kristallzucht und drei Gliederstäbe. Ich bin der Meinung, entweder du hast diese Sachen nicht oder du hast sie auf 3. Das ist meine Meinung. Und jetzt scroll bitte. Zwing mich. Du bist auch irgendwann nach Hause. Widerstand ist zwecklos. Ja, Abrichten 14 natürlich mit der TS. Dann Heilkunde Seele, eben wegen Fasara Ritus. Dann Malen und Zeichnen mittlerweile bei 13, weil man quasi eine Vorskizze zum Tätowieren normalerweise macht. Und Musizieren habe ich, glaube ich, gerade akut noch mal ein bisschen Pünktchen reingesteckt, weil wir doch jetzt diese Harfe jagen. Und Seefahrt ziehe ich auch so langsam hoch. Wie gesagt, Zulamin möchte ihren Job gut machen. Und Tätowieren würde ich, denke ich, nicht ohne liturgische Unterstützung machen. Aber mit ist 12 hier völlig ausreichend. Und natürlich ganz wichtig und sehr teuer die Liturgiekenntnis 18. Aber die ist jedes AP wert. Denn das ist schon irgendwie so der Kern von dem Charakterkonzept. Gut, Liturgien. Ich versuche mich zu beeilen, okay? Liturgien, Liturgien, Liturgien. Komm, man, sag uns nur die wichtigen. Also sag uns, ja. Sag uns nur die guten. Okay, danke. Weiter zu bitte den Ausrüstungen. Bitte du. Ich habe selber Gewalte gespielt, ich darf das. Okay. Ja, aber keinen nennenswerten. Ihr seht, bitte. Die Liturgieliste ist sehr lang. Das liegt daran, also unter anderem, dass Liebling der Gottheit auch den Preis für Liturgien halbiert. Und Liturgien kosten pro Grad 50 AP und Grad 4 Liturgien für 100 AP nehme ich jederzeit. Erst ab Grad 5 wird es ungemütlich, weil da kostet es permanentes Karma und schon beim Kaufen und das mag ich nicht. Ich war vor, bevor wir uns getroffen haben, so freundlich, meine Fremdliturgien zu markieren. Also ihr seht gleich in der ersten Zeile Liturgie in Klammern Aves, aller Welt Freund. Die wird nochmal zum Einsatz kommen und ich sage euch nicht, was sie tut, denn das sehen wir. Ja, dann hatte das viel coolere Gegenstück, aller Welt Feind. Die hat nicht mal Karma gekostet und war immer aktiv. Ja, ich glaube auch. Bannfluch des heiligen Khalid haben wir ja gerade für die Miona gebraucht. Dann, vielleicht überraschend, Zulamin hat eine, in Anführungszeichen, Travia-Liturgie. Aber ihr seht, dass sie einen anderen Titel hat, und zwar Ross und Reiter. Wir haben die quasi reskinned für Raya. Es ist quasi hier eine Liturgie, um das Band zwischen Pferd und Reiter zu festigen. Und ich habe die einmal für Rafim und Mira gesprochen, vor sehr langer Zeit, aber das ist eher eine Fluff-Liturgie. Dann gleiches Thema beim Kirschblütenregen, Rosenblütenregen. Der hat sich leider als sehr nutzlos erwiesen, also reden wir da nicht drüber. Und dann bitte mal runterscrollen zu dem ganzen Raya-Kram.
Ich fange ja fast alle irgendwie mit Raya an. Der ganze Raya-Kram. Ja, diese Liturgien, die sind nicht alle so furchtbar hilfreich benannt. Ich muss selbst immer mal wieder nachschauen. Jetzt gerade habe ich parat Raya Linas Kuss ruft den ersten Schleier, der eben in Fasar liegt. Diese Raya Lina ist eine Raya-geweihte, Raya-Heilige, aber über die ist nicht viel bekannt und was sie mit dem Schleier zu tun hat, keine Ahnung. Und Lefthans Fesseln ruft nicht das Lefthans Band, so viel weiß ich. Aber mein Ehrgeiz ist es, alle diese Raya-Liturgien wenigstens einmal mit coolem narrativen Effekt zu sprechen. Das heißt, ich habe eine persönliche Achievement-Liste, wo ich reinschreibe, wenn ich eine dieser Liturgien gesprochen habe und in welchem Kontext. Ja. Und ich glaube, dann gehe ich nur noch auf die allerletzte ein. Zulamins Schleiertanz, die ist ganz neu. Das ist Zulamins Eigenentwicklung zum Rufen des siebten Schleiers, den sie ja inzwischen weitergegeben hat, aber den sie eben jetzt rufen kann mit dieser Liturgie. Und diese Liturgie kann sie natürlich auch weitergeben. Gut, dann bitte noch nach unten scrollen, aber ich denke, da ist nicht mehr viel Interessantes. Bei das Inventar müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Genau, also im Inventar ist in erster Linie hübscher Krimskrams und es ist auch nicht aktuell. Ja, wir haben halt die Reitersäbel, der thulamitische Name ist Bin Kalish. Und sie sind sehr hübsch mit Pferdeköpfen am Griff, einer schwarz, einer weiß. Und sie heißen nach Rayas Gespann, Sulva und Tabun. Das wäre der Pate, der einen Waffenmeister anbietet, den du nicht ablehnen kannst. Ich habe schon einen Waffenmeister, danke. Ja, danach hast du dann zwei. Okay, okay. Ja, Ausrüstung, nicht spektakulär. Vielleicht interessant, wenn es jemand nachbauen möchte. Und das war's, denke ich, zu Zulamin.